Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dorfleben zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und dem Ende des Ganges. Siehst du ihn? Hoffentlich. Nein, ich sehe nur deinen Hinterkopf. Oh, da kommt mit. Guck mal. Wo sind wir hier? Lava-Becken? Ist das im Spa-Bereich, oder? Ja. Das ist das Ende. Einspringen? Das ist das Ende. Wenn du da reinspringst, kommst du zum Enderdrachen. Dann musst du ihn töten, um wieder rauszukommen. Oder sterben. Ah ne, dann mach ich's nicht. Aber hier sind lauter Augen drauf. Das sieht ja heiß aus. Kann man ihm da mal was reinschmeißen? Ich habe ihm gerade einen Eichensetzling reingeschmissen. Aber das Problem ist, da drunter ist Lava. Also alles, was durchfällt, geht kaputt. So. Auf okay. Jeden Fall. Das ist aber das Ende. Das ist das, was du normalerweise mit diesen Augen suchen musst. Und was bei uns ja schon gefunden wurde von jemandem, und deswegen haben wir jetzt hier eine Eisenbahnlinie. Aber war dieser Raum hier unten schon da? Der wird von Minecraft selber gespawnt, ja. Irgendwo in der Welt. Wie findet man das hier? Es gibt diese Augen, die hier am Rand sind. Da musst du halt einen Enderman töten. Und da musst du Lohnstaub nehmen und dann kriegst du so ein Enderauge. Und das wirfst du dann in die Luft. Und dann fliegt das in die Richtung, wo dieses Portal ist. Und das fliegt so lange in eine Richtung, bis es quasi hier über dem Portal angekommen ist. Und dann fliegt es stumpf nach unten in den Boden. Und dann musst du dich runtergraben. Okay. Und dann findest du diese tolle Anlage hier. Mit also die unter ist auch nicht gebaut, die ist so. Die kommt, die spawnt so, wie sie hier ist. Und dann kommst du hier zum Beispiel rein, Knöpfle drücken. Das hier ist die Bibliothek. Wow. Und hier findest du unter anderem Kisten drin. Hier zum Beispiel ist eine. Und da kriegst du dann Bücher. Sand, Papier, kann man das mitnehmen? Das kannst du alles mitnehmen. Was macht man damit? Mit Büchern baust du zum Beispiel diese Bücherregale. Und meistens hast du noch eine Ebene nach oben. Nicht nur meistens, hier ist eine Leiter. Schwupp. Gehst nach oben und da findest du meistens auch nochmal ein oder zwei Kisten. Ah ja, da hinten in der Ecke. Wow. Das hier ist auch nochmal eine Kiste. Oh, Atmung 3. Nemesis der Gliederfüßer 4. Verzauberung. Verzaubertes Buch. Nimmst du das mit? Die Atmung ist nicht schlecht. Nemesis der Gliederfüßer ist jetzt nicht so toll. Okay. Gut, ich lasse jetzt mein Inventar mal relativ frei. Du weißt warum? Ja, ich finde die Idee doof. Es ist aber die beste, hast eine bessere. Ja, ich habe 14 Level, die gehen sonst weg, wir müssen zurücklaufen. Wie, die gehen weg? Wenn ich sterbe, verliere ich die Level. Ach so, soll ich sterben? Ja, kann ich theoretisch auch. Na, no, wir können doch den Weg zurücklaufen. Ich laufe doch nicht alles zurück. Keks. Mann! Jetzt geh durch! Ich mach das doch gar nicht! Drück mal den Knopf, guck, geht von alleine wieder zu. Also, bleibt da stehen. Weißt du, aber mich schlagen dafür. Ich dachte, du machst es hinter mir. Wer soll denn so schnell da durchgehen? Ja. Na toll. Oh, oh nein. Warte, ich nehme die andere Ecke. Nein. Hallo? Nein, nein, nein. Hallo? Ja. Hallo? 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 Gut. Ja, hier kannst du theoretisch ja noch überall lang gehen und erkunden. Hier kannst du auch nach oben gehen. Komm mit. Aber dann gibt es doch vielleicht noch einen Ausgang. Ne, einen Ausgang an die Oberfläche gibt es selten. Hallo? Oh, hier gibt es keinen Knopf. Ach so? Ja, aber hier ist ein Brunnen. Was war das?
Oh, hier ist eine Leiter nach oben. Ja, soll ich jetzt rein? Ah! Nicht? Au! Geht's dir gut? Jo. Jetzt schon. Ah, hier ist der Brunnen. Irgendwas war doch mit dem Brunnen? Du kannst ruhig mitkommen. Ja, aber dann kommen wir nicht mehr raus. Ich guck gerade, ob man hier irgendwo einen Ausgang hat. Jetzt bin ich drin. Ja, da geht's hoch. Hoch ist immer gut. Ich mach mal Fackeln. So. Ja, hier geht's nicht weiter. Ja, aber wir könnten theoretisch uns einfach einen Ausgang buddeln. Das geht ja immer. Das geht immer, ja. Ich wollte nur mal gucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. Weil hier ist zum Beispiel nur eine Treppe, ein Leiter. Oh, hier ist ein versteckter Raum. Stimmt, von hier oben kann man in den Brunnen nach unten fallen. Was ist hier drin? Oh, brauchst du Brot oder Äpfel? Ja, ich nehme mal die Äpfel mit. Nimmst du das Brot? Ja. So. Oh nein! Hä? Wo bist du? Bin im Brunnen. Okay. So. Ja. Hier geht's auch nicht weiter. Au! Ja, deswegen habe ich die Fledermaus getötet, bevor sie dich beißt. Er hat mich schon geknufft. So. Gut, hier geht's überall nicht weiter. Mhm. Also würde ich sagen, wir gehen an diese hohe Stelle und da, wo die Treppe war, und buddeln uns da nach oben. Ja, gut, dann machen wir das. Finde ich eine gute Idee. Grabi, 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 grabi. Hast du Laternen? Nee, ich hab Fackeln. Meine ich. Okay. Gucken, wo wir rauskommen. Wo wir überhaupt rauskommen? Ich habe keine Ahnung, wie tief wir sind. Wir sind... Wo ist denn da die Höhe? 54 Blöcke unter der Erde. Oh Gott. Das ist ganz... Also nein, wir sind auf Höhe 54. Also 54 Blöcke über dem Boden. Hier dürften wir gleich schon rauskommen. Au! Schubst mich jetzt mal von der Treppe. Entschuldige, da kommt Sand runter. Oh, da sind wir in der Wüste. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht, wie wir nach Hause kommen. Aber hier ist die... Ich sehe das Licht. Nein, geh nicht ins Licht. Da kommt ein Zug. Das ist Nacht. Ich dachte, du siehst Licht. Jetzt ist es Nacht. Warum? Warte, geh auf Seite. Da kommt überall nur Sand runter. Für was Böses? Gott. Was ist denn da vorne los? Wir haben hier leichte... Wir sind gleich draußen, wir haben es gleich. Okay. Ah! Mumie! Aua. Ich dachte gerade, du siehst aber komisch aus. Irgendwie siehst du komisch aus, dachte ich mir gerade. Warte, wir haben es gleich. Hüpf, hüpf. Ja, toll, wir haben es Nacht. Wir sind mitten in der Wüste. Ja, hier gibt es auch Tonblöcke, guck mal. Oh, was ist das da? Wieso ist hier so eine Wassersäule? Woher wissen wir jetzt, wo das zu Hause ist? Oh, ich glaube, hier hat jemand... Spinne! Kaktus? Ja, aber warte mal, hier hat, glaube ich, jemand... Guck mal, hier im Wasser. Das? Komm ich schon mit? Oh, ja, wir sind schlau.
Nee, komm. Okay. Wir werden diese Folge nicht bringen. Ja, das schneiden wir raus. So, wir haben einen Ausgang gefunden. Gebaut. Ja, guck mal, hier ist ein lilaner Block. Das ist Ton. Okay. Dann muss man mein Schwert nehmen. Creeper! Creeper! Vorsicht, geh weg! Oh. Kannst du denn nicht einfach weggehen von dem? Muss der denn immer explodieren? Ich finde das cool. Oh, guck mal, wir haben einen anderen Weg noch nach Hause. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh! Lass ihn explodieren! Irgendwie stehe ich auf dem Krach neuerdings. Guck mal, da kannst du die anderen gleich mit in die Luft sprengen. Du musst halt nur auf deine Lebenspunkte achten. Ja, die sind noch in Ordnung. Okay, das heißt, wenn ich da durchgehe, lande ich aber im Äther. Ja. Aber vom Äther aus können wir zurück. Da gibt's bestimmt einen Weg. Da hat jemand einen Weg gebaut zu uns. Das wusste ich, das weiß ich. Das hat jemand gesagt gehabt. Okay, ich gehe als Erste. Ja. Okay. Ja. Und zwar schnell, bevor Baby-Zombie kommt. Ich bin schon weg. Oh Gott, hier ist eine... Oder auch nicht, irgendwie stehe ich nur auf der anderen Seite. Du musst da reingehen. Ja, doch drin. Achso. Seit dieser Landschaft wird geladen. Oh Gott, jetzt bin ich in der Aua. Nähe. Eigentlich wollte ich nur mit dem Wägelchen fahren. Und jetzt bin ich hier in der Hölle. Vorsicht, hier fliegst du gleich mal gepflegt runter. Warte, ihr müsst es aber auch einen Weg geben. Wo bist denn du? Ich mache hier erstmal Mäuerle, dass da du bist runterfällst. Ja, aber hier irgendwo müsste es zu uns gehen. Irgendwer hat gesagt, hier gibt es einen Weg. Ja, da ist so ein Weg. Meinst du, das ist es? Ja, dieser unabgesicherte Laufsteg, ja. Das war aber jetzt... Hier ist ein Block. Das hat sicher eine Bedeutung. Hier ist ein Block. Da kommen wir nicht lang. Da ist ein Block. Ah, jetzt sehe ich's. Okay. Jetzt sehe ich keinen Block mehr. Ich sehe nur ein Gas. Da ist ein Block. Sehe einen. Da sind ganz viele. Kommen wir hier runter? Ja. Da vorne ist ein Blub, nicht den Blub hauen. Nein, nein, ich mach nichts. Hier ist es. Aber da müssen wir lang bei dem Magma-Ding da vorbei. Was ist das denn? Der zerteilt sich. Pass auf, ich zeig's dir mal. Den Schli. Den machst du kleiner. So, pass auf. Blub. Ach süß. Und wenn du die wieder haust? Ich will auch mal einen haben. Vorsicht, da kommen mehrere jetzt. Oh Gott, wie viel werden das denn? Oh Gott. Nimmt das auch mal ein Ende? Ja. Okay. So, guck mal, hier müssen wir weiter. Ja, ich sehe schon. Mein Gott, hat sich aber echt... Wer hat das denn gebaut? Das würde mich doch mal interessieren. Wer hat sich denn hier diese Mühe gemacht? Ja, jetzt wird's interessant. Also, da vorne geht eine Linie lang. Ich würde sagen, dass wir über diese Linie und über diesen Weg da hinten zu diesem Portal müssen. Wo siehst du da ein Portal? Da, hinter dem Glowstone am Ende des Weges. Die Frage ist halt... Wir müssen, glaube ich, hier hinten lang. Oh. Komm, Schmidt. Ja. So. Gott. Hier ist Lava.
Mir wird es ein wenig warm hier. Ja, vorsichtig. Warum so, wir jetzt eigentlich? Dann gehen wir hier lang. Oh, ich muss kurz Kartoffelchen füttern. Oder auch zwei. Oh ja, ich muss auch noch was essen. So, jetzt gehen wir hier lang. Na, warte. Oh, der Weg sieht sicher aus. Okay. La 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 la. Der Weg ist ganz sicher. Einfach geradeaus schauen, Schatz. Der Weg ist das Ziel. Was gibt's denn da am Ende? Sag mir mal was Schönes. Netaportal. Komm ich wieder nach Hause? Ja. Ich krieg so warme Füße. Vorsichtig, du musst hier aber noch einen Weg hochspringen. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Guck mal, und hier ist ein Portal. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ja. Ja, bei wem wir jetzt rauskommen? Oh! Oh! Ah, oh, wir sind zu Hause. Wir sind im Keller! Oh. Liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge Minecraft Dorfleben gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.